Hallo ihr Lieben, hier ist eure Yogananda und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu unserem neuesten Angepinnt-Video. Und ich bin soeben für euch, ich hoffe ihr hört mich, weil es ist ziemlich windig hier oben. Ja, die Luftgeister sind da. Ich bin heute für euch auf den höchsten Punkt in meiner nächsten Umgebung gegangen. Ich bin nämlich auf der Burg Hauneck, auf dem Stoppelsberg und möchte mal mit euch ein bisschen in die Ferne schweifen. Ist eine herrliche Aussicht und vielleicht können wir gemeinsam ausklingen lassen. Es erwartet euch nachher auch noch ein Video. Und jetzt wollte ich euch aber das Geschenk machen, was ich euch versprochen habe. Und ich habe ja gemerkt anhand eurer Reaktionen, dass da sehr viele daran Interesse haben. Und es geht um das aramäische Mutter, Vater, Unser. Ich bin im letzten Jahr dazu gekommen, es endlich zu verinnerlichen. Also das aramäische Mutter, Vater, Unser, das ist etwas, was ich schon seit Jahren im Herzen trage, aber ich habe mich nie richtig dran getraut, weil es ist schon sehr umfangreich. Und letztes Jahr kam es aber dazu, dass es sein sollte. Und die Geschichte, wie es dazu kam, die möchte ich euch erzählen. Erstmal kurz vorab, das aramäische Vaterunser, das ist das Gebet, was Jesus selbst zu Gott gesprochen hat. Und ich habe gelernt, dass man es fühlen muss. Es wird sicherlich nicht so sein, dass ich das jetzt in einem fließenden Aramäisch hier wiedergebe, weil ich bin eine Deutsche, eine hessische Deutsche sozusagen. Und wie ihr wisst, es gibt ja immer etwas wie Akzent oder Dialekt und das vermischt sich dann alles. Und abgesehen davon gibt es ja im aramäischen Vater, Mutter, Unser ganz viele verschiedene Varianten. Wie das gesprochen wird, das ist von der Aussprache her sehr, sehr unterschiedlich. Das, was ich euch jetzt mit auf den Weg gebe, sagen wir es mal so, das ist die Version, die bei mir einfach fließt. Und dass es fließt, dazu erzähle ich euch gleich ein persönliches Erlebnis, was ich gemacht habe. Das aramäische Vater, Mutter, Unser wurde schon ganz oft versucht, in unsere Sprache zu übersetzen. Und unter anderem von Rocco Erico, über den findet ihr auch was auf YouTube, und auch von Neil Douglas Klotz. Das, also diese beiden kann ich als Quelle benennen. Und ich spreche es nach Neil Douglas Klotz, weil der meiner Meinung nach eine einfachere Variante zur Verfügung stellt. Die werdet ihr auch finden. Ich stelle euch auch noch mal so ein paar Links in die Infobox, von denen ich weiß, dass die euch gefallen würden. Und es steht natürlich jedem frei, da noch länger weiter zu suchen. Ihr werdet auf jeden Fall im Netz fündig. Ja, ich habe eine sehr persönliche Erfahrung mit dem aramäischen Vater, Mutter, Unser machen dürfen. Und es ist bei mir schon immer so gewesen, dass ich eine Energie selbst erfahren durfte. Ne? Das ist ja eine Gnade. Also ich empfinde es so, bevor ich diese Energie an andere Menschen weitergegeben habe. Sprich, mir wurde immer ein Auftrag geschickt. Und erst wenn ich mich selbst geheilt hatte, dann habe ich das Wissen, was ich bisher sammeln durfte, weitergegeben. So auch bei dem aramäischen Vater, Mutter, Unser. Und es ist ja so, dass ich seit vielen Jahren die Gebetsheilung praktiziere. Und ich bin auch der Meinung, beten kann wirklich jeder. Ne? Also das ist nichts, was da begnadeten Menschen vorbehalten ist oder... Beten kann jeder und ich weiß aus Erfahrung, dass Gebete erhört werden und durfte auch schon vielen Menschen helfen, so bestimmte Dinge wegzusprechen. Bei uns wird es Büschbeln genannt, im Allgäu wird es Abbeten genannt und die Rede ist von Gebetsheilern oder einer Gebetsheilerin. Und früher war das gang und gäbe, dass es in jedem Ort eine solche Heilerin gab, einen Gebetsheiler oder eine Gebetsheilerin. Das haben auch viele Männer praktiziert. Die Zeiten haben sich halt ganz einfach geändert. In der früheren Zeit war es nicht selbstverständlich, dass man, wenn man irgendwelche Beschwerden hatte, einen Arzt aufsuchen konnte oder einen Tierarzt. Ne? Viele Menschen hatten Ländereien, viele Menschen hatten Vieh und oftmals
ja, hatte man überhaupt keine finanziellen Mittel, um sich einen Tierarzt leisten zu können, oder der war einfach viel zu weit weg, weil vielleicht gab es ja noch gar keine Autos oder nicht jeder hatte ein Auto. Ne? Und deswegen wurde gebetet. Es wurde einfach das getan, was getan werden konnte. Und dadurch, dass die Menschen immer mehr mit ihrem Geist und ihrer Energie ins Außen gehen und immer mehr ja auch in diesem Konsum drin sind. Also die Menschen konsumieren unglaublich viel und mit, ja, mit dem Weiterschreiten der Zeit und ja auch mit dem Weiterschreiten der Technik und der Möglichkeiten gingen eben die alten Heilgebete fast ganz verloren, aber eben nur fast. Weil, wie ihr wisst, wir sind ja in einer neuen Ära angekommen. Das ist so, wie ich es fühle. Ich fühle uns deutlich in einer neuen Ära. Und ganz viele alte Heiler und Heilerinnen tauchen wieder auf. Ne? Was sicherlich auch etwas mit Atlantis zu tun hat. Also es passiert gerade ein ganz großer Umbruch hier auf Erden. Und da lassen wir uns einfach mal tragen. Und es wird wieder mehr Gebetsheiler geben. Und diese Gebete, die waren, oh, jetzt wird es aber hier argwindig. Wartet mal, ich gehe jetzt mal mit euch an einen tieferen Punkt. Also ihr habt ja jetzt zumindest schon mal die Aussicht genossen. Aber hier oben kann ich gerade nicht bleiben. Ich suche mir jetzt eine Nische. Jetzt gehe ich ganz viele Treppen mit euch runter. Eieiei. Jetzt muss ich aber wirklich gucken, wo ich hinlaufe, weil diese Treppen, die sind uralt. So. Und ziemlich hoch. Also so, das sind so ganz, ganz, ganz hohe Stufen. So, jetzt suche ich mir einfach mal hier ein schönes Plätzchen. Ist jetzt so ein kleiner Rundgang, ne? Ein kleiner Rundgang an einem alten Ort. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die Ortsenergie hier, die ist ziemlich im Eimer. Ja, ich würde mal sagen, hier bleibe ich. Ich bleibe hier bei den Steinen. Bei den Steinen ist ein guter Ort. So, also, oh, hier passe ich genau rein. Sehr schön. Ach ja, ich passe genau hier rein in die Steine. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Sessel. Muss ich mir noch gemütlich machen, so geht's doch. Ja, so ist immer noch eine schöne Aussicht. Wir haben keinen Wind mehr. Ja, es gibt immer mehr Gebetsheiler wieder. Oh, die Ameisenfreunde sind auch da. Guckt euch das an. Da. Also ihr krabbelt mir nicht in den Pulli, gell? Ich will es nur gleich gesagt haben. Ja, Entschuldigung, ich sitze natürlich auf eurem Berg. Ich, also, wie konnte ich das vergessen? Hoffentlich sind es nicht so viele. Okay, also es wird immer wieder, es wird immer mehr Heiler und Heilerinnen wieder geben, die sich eben auch an diese alten Traditionen erinnern und die auch wieder praktizieren. Und ja, und über diesen Weg kam dann in mir diese Sehnsucht hoch, das aramäische Vater, Mutter, Unser sprechen zu können. Was gibt es noch dazu zu sagen? Es ist das Gebet, welches Jesus selbst gesprochen hat, der natürlich Aramäer war. Also er hat es sicherlich völlig anders gesprochen, wie ich es wiedergeben werde. Das habe ich ja schon erklärt. Ne? Also ihr bekommt jetzt hier die deutsch-hessische Variante. und ich bin auch der Meinung, dass es sowieso jeder anders spricht. Das wird mir auch gerade durchgegeben. Es gibt ohnehin viele Varianten, wenn ihr euch dafür erwärmt und da Interesse dran habt und ihr sucht euch im Netz eine Möglichkeit, ne, wie ihr das sprechen möchtet. Lasst euch da nicht beirren. Es gibt viele Varianten und ich denke, jeder muss ganz einfach den Schuh finden, der ihm dann auch passt. Und die Kunst liegt nicht darin, es zu sprechen, sondern es zu fühlen. Weil Heilarbeit läuft über das Gefühl. Wenn du Heilarbeit machst und du kannst sie nicht fühlen, dann machst du keine Heilarbeit. Heilarbeit geschieht immer nur dann, wenn du etwas fühlen kannst. Nur dann kannst du es studieren und verinnerlichen und halt auch leben. Alles, was im Kopf geschieht, bleibt genau auch dort. Es muss aus dem Herzen kommen. Ja, das ist so ein kurzer Einwurf meinerseits. Ihr habt ja Interesse daran, wie ich praktiziere und ich werde oft gefragt, wie ich eigentlich meditiere. Das ist sehr vielschichtig und sicherlich nicht jetzt in ein Video einzupacken. Ne? Das kann ich euch vielleicht gelegentlich, wenn euch das wirklich interessiert,
zwischendurch in einem Angepinnt immer mal so ein bisschen erzählen oder Erlebnisse einfließen lassen, die mir immer wieder zeigen, dass ich eben auf dem richtigen Weg bin. Und zum einen sind es die alten Gebete, und zwar die Heilgebete der weisen Frauen, die ich spreche und mit denen ich schon unglaublich viel erlebt habe. Und dann kam irgendwann die Christusenergie dazu. Ne? Die Christusenergie, die toucht mich wirklich, und das ist auch die Heilenergie, ist ja auch eine Form des geistigen Heilens, mit der ich mich wirklich auseinandersetze. Und da ich viele verschiedene Heilweisen kenne und auch praktiziere und auch darin, es setzt mal jetzt in Klammern, ausgebildet bin, Klammer zu, und das schieben wir gleich wieder weg, weiß ich um den Unterschied, wie die Energien fließen. Und die Christusenergie, das ist die Energie, die höchst schwingende und feinste Energie, die uns zur Verfügung steht. Ich weiß es, weil ich es fühle, weil ich Vergleiche kenne, weil ich es sehr lange praktiziere und schon seit nunmehr knapp 2 Jahrzehnten in der Heilarbeit bin. Und ich habe außerdem Hintergründe, die in die kabbalistische Richtung gehen, die das wirklich bezeichnen. Und ja, und alles das zusammen, also die Heilgebete und die Gebetsheilung und die Arbeit mit der Christusenergie, hat mich letzten Endes zum aramäischen Vater, Mutter, Unser geführt. Jetzt hatte ich mir das letztes Jahr also dann wirklich vorgenommen, mich damit auseinanderzusetzen. Und zu dieser Zeit war es so gewesen, dass wir renoviert hatten und ich bin für einige Wochen ins Bügelzimmer umgezogen. Und obwohl das nur das Bügelzimmer war und ich mit all meinen Sachen zwischen einem riesen Wäscheberg und einem Bügelbrett und so gehaust habe, mit all meinen Sachen meine ich die Dinge, die eigentlich bei mir im Bett sind oder neben dem Bett, das ist ein Abenteuer. Ne? Wer sieht, wie ich schlafe, den trifft wahrscheinlich der Schlag. Ne? Also ich habe wirklich das Bett voller Steine und zwar auch teilweise richtig große Brocken. Ich habe viel Holz um mich rum, auch teilweise mit dem Bett. Und alles das ist dann mit rübergezogen ins Bügelzimmer. Und dieses im Bügelzimmer sein für diese 2 Wochen, das war für mich wie so ein persönlicher Retreat. Also es hat sich wirklich so angefühlt, als ob ich für vorübergehend ins Kloster gegangen wäre. Also es war so eine absolute Selbstreflexion in dieser Zeit, in der ich sehr viel meditiert habe, also mit sehr viel meine ich noch mehr als sonst, und in der Stille war. Und ich habe diese Zeit wirklich genossen, ne, in diesem einfachen Bett auf einer ziemlich harten Matratze. Und es war für mich genau richtig. So. Und dann ist Folgendes geschehen. Ich habe mich also mit dem aramäischen Vater, Mutter, Unser auseinandergesetzt und hatte das auch inzwischen niedergeschrieben und bin immer mit Zettel unterwegs gewesen. Ich hatte immer den Zettel bei mir und habe dann Zeile für Zeile angefangen zu üben. Und an einem Morgen wachte ich auf mit wahnsinnigen Schmerzen im linken Bein. Und ich hatte ein Schienbein, das war so angeschwollen, als ob mir ein Pony dagegen getreten hätte. Also das zog sich bis runter zum Knöchel. Ich konnte auch keinen Schuh mehr anziehen. Ich konnte auch, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht mehr laufen. Ich bin dann so durch die Gegend gehumpelt und habe mich gefragt, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich habe mich wirklich gefragt, ob ich mir irgendwie einen Knochen gebrochen habe. Ich konnte es mir nicht erklären. Es war plötzlich da. Und dann war irgendwann klar, es könnte so ein Stich gewesen sein. Ne? Weil man hat dann so einen roten Fleck gesehen. Das war wie so eine Einstichstelle. Und mein Bein war knallheiß. So, und es war an einem Sonntag. Das weiß ich noch, weil ich mir natürlich gleich Gedanken gemacht habe, hoffentlich ist das am Mittwoch wieder in Ordnung, weil da habe ich ja Training. Ne? Ihr wisst ja, ich liebe den Sport. Und ich bin immer da. Also es gibt es gar nicht, dass ich nicht da bin. Ich habe mir mal irgendwann das Handgelenk gebrochen. Ich habe trotzdem trainiert. Also es geht gar nicht, mich kann keiner aufhalten. Da habe ich noch gedacht, hoffentlich ist das Mittwoch wieder weg. Okay. Ja, dann habe ich mich so durch den Tag geschleppt und abends bei der Gassi-Runde, die dann leider nur eine Runde um den Block war, habe ich dann auch die Segel gestrichen. Ich habe dann gemerkt, ich muss das jetzt schonen und bin dann in mein Bettchen gekrabbelt. So. Und dann kam mir der Impuls, beide Hände auf mein Bein zu legen und das aramäische Vater Unser, was als Zettel auf meinem Bett lag, drüber zu sprechen. Und ich habe dann meine Hände auf mein Bein gelegt und es wurde glühend heiß. Es hat gebrannt wie Feuer. Das hat so weh getan.
kann sich, glaube ich, keiner vorstellen. Es hat nicht nur mein Bein gebrannt, das ging wirklich durch meinen ganzen Körper. Ich hatte wirklich Schmerzen wie Sau. Und ich habe aber die Hände liegen lassen. Das war auch, als ob das genauso sein sollte. Und auf einmal floss das aramäische Vater, Mutter, Unser einfach durch mich durch. Ich habe keinen Zettel mehr gebraucht, nichts. Ich habe es dreimal drüber gesprochen, habe dann die Hände von meinem Bein genommen und habe mein Bein unter die Bettdecke geschoben. Und dann hatte ich erstmal das Bedürfnis zu jammern. Habe ich eine Freundin angefunkt und habe der eine 10 Minuten lange Audio gequatscht, wie arm ich dran bin, was für schlimme Schmerzen ich habe und warum ausgerechnet ich und die ganze Leier. Ne? Ich bin ja auch nur eine Frau, ihr wisst. Und habe ihr das erzählt und habe gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich gemacht habe. Es kann überhaupt nicht wahr sein. Ganz schlimm, furchtbar, kann gar nicht mehr laufen, Schmerzen und hin und her. Und dann hat die mir zurückgesprochen und, oh Gott, jetzt schleppt die Ameise ein Sandkorn, das müsst ihr gesehen haben, da. Der Ameisenfreund, ach, guck du mal da. Ja, das ist Natur pur, ne? Ja, trag du das nur mal fein, gell? Es muss immer was geschafft werden, gell? Ich bin auch noch im Dienst. Mhm. Ich bestell auch gerade meinen Ameisenhaufen. Ach ja, die können da jetzt ein bisschen beobachten, bis sie weg ist. Ist sie schon gleich weg? Ja, sie ist schon verschwunden. Schon verschwunden gar. Oh Gott. Ja, ich habe also mein Leid geklagt. Und dann hat meine Freundin auch innerhalb der Kürze zurückgesprochen und hat dann eben gesagt, ja, da musst du kühlen, ne, und hochlegen, das Bein hochlegen, was man halt so sagt. Und in dem Moment habe ich das Bein aus der Bettdecke rausgezogen und es war weg. Die Schwellung war komplett zurückgegangen, ich hatte keine Schmerzen mehr. Es war, als ob nie was da gewesen wäre. Das einzige Zeugnis dessen, dass mein Bein so schlimm war, war der kleine rote Fleck. Also ich hatte eine Spontanheilung erlebt und wer mein Bein vorher und nachher gesehen hat, der wird es nicht glauben. Also es war so krass, wie diese Energie floss, zwar verbunden mit einem großen Schmerz, aber das war ein Imago-Prozess. Das war ein sich verpuppen, ein Matsch werden und ein Schlüpfen als Schmetterling. Das hat sich wirklich so angefühlt und seitdem spreche ich das aramäische Mutter, Vater, Unser. Es ist zu jeder Zeit abrufbar, ich habe nie mehr einen Zettel gebraucht. Du kannst mich nachts um 2.38 Uhr wecken und sagen, Yonanda, bitte sprich mir das aramäische Vaterunser. Ich bete es im Schlaf. Ich habe es sogar schon geträumt und das wisst ihr ja inzwischen, dass ich viele Dinge halt auch mit in die Traumwelt nehme. Ich träume ja auch oft Runen und so habe ich dann auch das aramäische Vaterunser geträumt. Und das war für mich die absolute Initiation. Und ich habe diesen Schmerz im Bein geschickt bekommen, damit ich es laufen lerne. Es musste genauso sein. Ich musste mit dem aramäischen Mutter, Vater, Unser laufen lernen. Und ich möchte euch einfach meine Art, wie ich es spreche, weitergeben. Und ihr könnt schauen, ob das was für euch ist oder eben nicht. Wie gesagt, ihr findet unglaublich viel im Netz. Unglaublich viel, ja, auch Unterschiedliches. Oh, jetzt bin ich in der Tat nicht mehr alleine. ihr findet unglaublich viel im Netz und Moment, ich fülle mal gerade weg. Ach, du hast deine Jacke vergessen, gell? Ich habe das schon gesehen. Ja, durfte noch hochlaufen. Du bist jetzt noch mal hochgelaufen? Ach du lieber Heiland. Ja, das ist ein Schick. Ja, aber das, ja, für irgendwas war es gut, gell? Ja. Also schönen Abend, gell? Ciao, ciao. Ja, ich habe eben schon gesehen, da lag noch eine Jacke und hier waren so ganz junge Leute eben, bevor ich da war. Mit denen habe ich mich hier abgelöst und er ist jetzt nochmal hochgelaufen. Ich weiß, was das bedeutet. Ich bin hier eben auch hochgelaufen und da ich ja im Moment zwar schon noch Sport mache, aber nicht mehr wirklich im Training bin, also mir fehlt die Ausdauer, ging ich ganz schön auf dem Zahnfleisch. Junge, weil ich habe das Tempo gehalten. Ne? Also ich bin ja immer ziemlich zügig unterwegs, aber normal macht mir das nichts aus. Yes, it's me. So, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Die Jacke ist jetzt weg. Vielleicht war das auch ein Zeichen. Wisst ihr was? Jemand kommt und holt was. Das wird direkt mitgedeutet, ne? So, okay. Genau, ich gebe euch jetzt gerne meine Variante weiter und ihr schaut, ob das was für euch ist. Es gibt, wie gesagt, im Netz viele Varianten und ich denke, jeder muss einfach das für sich finden, was stimmig und richtig ist. Aber zuerst möchte ich euch eine Form der deutschen Übersetzung vorlesen, die ich am wunderschönsten finde.
Und zwar habe ich dazu das Buch, Moment, das brauche ich gerade mal, wo habe ich es denn? Hier. Zeige euch das gerade mal. Also ihr wisst ja inzwischen, ich supporte nichts, nur Dinge, die ich von mir aus supporte. Was heißt supporte? Support ist auch so ein blödes Wort. Ich empfehle gerne Dinge, die ich selber kenne und von denen ich überzeugt bin. Und in diesem Fall ist das das Buch von Monika Herz, Alte Heilgebete. Und die Monika Herz, das ist eine Gebetsheilerin aus dem Allgäu und die ist ganz wunderbar. Also die hat eine Version der Übersetzung des aramäischen Vater, Mutter, Unsers, Mutter, Vater, Unsers, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich sage das mal so rum und mal so rum, es ist eh alles eins. Ach genau, dazu will gesagt sein, Vater, Unser, ne? Das hat sich nie nur auf die männliche Version von Gott bezogen. Jesus hat das ja so gesprochen, also ich habe mich ja viel damit auseinandergesetzt, ne? Deswegen weiß ich das. Jesus hat das so gesprochen, aber im Aramäischen ist Vater ein Kosename. Also ein Sohn nennt seinen Vater Vater. Genauso kann aber auch ein Vater seinen Sohn Vater nennen. Oder die Tochter kann ihre Schwester Vater nennen. Also Vater ist einfach ein Kosename, also aber auch ein liebevolles Kosewort, eine Liebkosung, sagen wir es doch mal so. Ne? Und deswegen ist es eigentlich egal. Man kann eigentlich auch wirklich nur Vater Unser sagen, weil es bezieht sich wirklich auf die Liebe, die darin mitschwingt, auf das Liebevolle und nicht auf den männlichen Aspekt. Ne? Das wollte ich nochmal sagen. Und in dem Buch von der Monika Herz ist eben, ich lese es einfach mal vor, da ist eben eine Version des aramäischen Vaterunsers drin. Und zwar steht da hier der Versuch einer vollständigen Neuübersetzung des aramäischen Vaterunsers durch Neil Douglas Klotz. Jesus nah. Das ist aber auch ein Name. Ja. Nochmal. Hier der Versuch einer vollständigen Neuübersetzung des aramäischen Vaterunsers durch Neil Douglas Klotz. Jetzt habe ich's. Es ist ja bei mir auch mal so eine Sache, dass ich so schnell Informationen drin habe, so schnell kann ich überhaupt nicht sprechen. Und ich kann ja als Frau schon ziemlich schnell sprechen, gell? Aber so schnell dann doch nicht. So, und ich lese euch das jetzt vor, was er da übersetzt hat. Und wer möchte, der kann jetzt einen Moment in die Stille gehen, weil ich lese euch einmal die deutsche Variante, da könnt ihr reinfühlen. Und dann spreche ich euch noch dreimal das Abwohn auf Deutsch, Hessisch, Aramäisch. Ich spreche es dreimal, weil es dann ganz einfach höher schwingt. Das steigert sich. Also ihr dürft gerne mitfühlen. O Gebärer, Gebärerin, Vater, Mutter des Kosmos, bündele dein Licht in uns, mache es nützlich. Erschaffe dein Reich der Einheit jetzt. Dein eines Verlangen wirkt dann in unserem, wie in allem Licht, so in allen Formen. Gewähre uns täglich, was wir an Brot und Einsicht brauchen. Löse die Stränge der Fehler, die uns binden, wie wir loslassen, was uns bindet an die Schuld anderer. Lass oberflächliche Dinge uns nicht irreführen, sondern befreie uns von dem, was uns zurückhält. Aus dir kommt der allwirksame Wille, die lebendige Kraft zu handeln, das Lied, das alles verschönert und sich von Zeitalter zu Zeitalter erneuert. Wahrhaftig, Lebenskraft diesen Aussagen. Mögen sie der Boden sein, aus dem all meine Handlungen erwachsen. Amen. Abwund Bashmaya, nit kadisch moch, tete malkutach, nerwe zevjanach aikana dbashmaya afbarha, havlan lachma, dusun kanan jaumana, washboglan chauben wachtahen, aikana dafrenan schwochen lechaya bin. Wila tachlan linnes juna, eila patzan min bisha, mitol di lachei malkutach, wachaila watesh buchta, lolam almin, amen.
abwund über Schmeier, nicht kadische moch. Tete malkutach, nechwe zevjanach aikana, baschmeia af arha. Havlan lachma, de sun kanan jaumana. Waschboglan chau ben wachtahen, aikana da frenan, schwochen lechaya ben. Wila tachlan linnes juna, eila patzan min bisha. Mitol di lachei malkutach. Wachaila watesh buchta. Lolam almin amein. Abwund baschmaya. Nit kadische moch. Tete malkuta. Nehwe zevjanach aikana. Baschmaya afpara. Havlan lachma. De sun kanan jaumana. Waschboglan chau ben wachtahen, aikana da frinan, schwochen lechaya ben. Wila tachlan linnes juna, eila patzan min bisha, mitol di lachei malkutach wachaila watesh buchta, lolam almin amein. Das war von mir für euch das aramäische Mutter, Vater, Unser. Möge es euch ganz viel Heilung bringen. Zum höchsten Wohle aller, die mich gerne begleiten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ihr möchtet, dann können wir das Thema Heilarbeit gelegentlich vertiefen. Es gibt ja zum Beispiel auch noch das Gayatri-Mantra. Habt ihr Interesse daran? Das ist das Mantra, was ich rezitiere, was ich singe, wenn ich zum Beispiel im Wald unterwegs bin. Immer 9-mal. Ich mache ganz viel Heilarbeit damit und habe das vor vielen Jahren übertragen bekommen von einer Lehrerin, die inzwischen nicht mehr lebt. Und es ist das Ur-Mantra. Mantras heißt, es sei die Mutter aller Mantren. Viele kennen es und ich stelle halt immer wieder fest, dass Spiritualität gehypt wird. Nicht immer, aber oft. Und es kommt immer was Neues und es muss immer ein neuer Trend kommen und wieder was Neues. Und dann gehen solch wundervolle Mantren einfach unter, weil sie nicht mehr neu genug sind. Finde den Fehler. Es sind ja gerade die alten Heilweisen, die die größte Kraft in sich bergen. Und wir brauchen gar nichts Neues. Es existiert schon längst alles. Ja, das wollte ich dazu sagen. Brauchen wir den Hype in dieser wertvollen Heilarbeit? Ich denke, es kommt darauf an, sich verbunden zu fühlen. Ich bin so fasziniert von den Ameisen. Moment. Wo ist die Ameise meiner Begierde? Hier. Ach, guck mal da. Ich hätte die eben schon vergrößern können, die was geschleppt hat. Ja, seht ihr das Pflänzchen da hinten? Es hat mich die ganze Zeit schon fasziniert. Ganz klein ist das. Ja, ich spreche gern mit euch über Heilarbeit und über meine persönlichen Erfahrungen. Peu à peu. Ne? Das muss ich immer erst alles setzen. Und wer jetzt wirklich mit dem aramäischen Vater, Mutter, Unser vertiefen möchte, der hat erstmal was zu tun. Also, wir sehen uns nachher im Video. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg, sonst wird es viel zu spät. Und ihr denkt euch, wo bleibt Yonanda? Also, dicken Kuss, bis dann.